Ja, herzlich willkommen zur Abschlusseinheit des Seminars Die Ideen von 1914 auf der Gegenuni. Heute wird ein Resümee gezogen. Besonders der Mythos von Langemarck wird hier auch als ein besonders langlebiger Ausdruck der nationalen Gesinnung hinter den Ideen von 1914 gedeutet. Als der Erste Weltkrieg 1914 ausbrach, war dies der Startschuss für eine Welle an Artikeln, Gedichten und Reden, die Zeugnis geben für die Kriegsbegeisterung der Schriftsteller, Dichter und Intellektuellen. In einer Weise, die aufzeigte, wie sinnentleert und nihilistisch bereits die Vorkriegszeit wahrgenommen wurde, erschien der Krieg und die in ihm plötzlich intensiver hervorgetretene nationale Sache nun als die Sinnstiftung schlechthin. Viele waren sogar bereit, dafür ihr Leben einzusetzen und meldeten sich freiwillig. So beispielsweise der damals gefeierte 51-jährige Schriftsteller Richard Demel, der 2 Jahre nach Kriegsende an einem im Krieg zugezogenen Leiden versterben sollte. Oder der berühmte Dichter und Jäger Hermann Löns, der sich bereits 48-jährig freiwillig meldete und Ende September 1914 im Kampf fiel. Der Literat Jakob Kneipp sagte damals, wo war ein Volk so voll Inbrunst und heiligen Dranges? Die Volksgemeinschaft als ein Gegenmodell zu einer reinen Vertrags- und Handelsgesellschaft schien nun im gemeinsamen Einsatz für das Vaterland zum Greifen nahe. Und ihre Weihe erhielt diese Volksgemeinschaft durch 2 Dinge, das Heldentum und der Opfertod. Zusammengehalten werden sie durch einen vor allem aus dem Bürgertum kommenden Idealismus, der auch für die Ideen von 1914 und ihre Denker so typisch ist. Diese Weihe des Massensterbens und Sinngebung als Opfertod im Rausch des Stürmens fand seine wohl wirkmächtigste Symbol in dem Wort Langemarck. Die knappe, aber viel zitierte Meldung der obersten Heeresleitung vom 11. November 1914 lautete, Zitat, westlich von Langemarck brachen junge Regimenter unter dem Gesange Deutschland, Deutschland über alles gegen die erste Linie der feindlichen Stellungen vor und nahmen sie. Die Heeresberichte der Engländer und Belgier zeigten sich beeindruckt von offenbar blutjungen Leuten, die todesmutig, aber letztlich vergeblich gegen ihre Stellungen anrannten und hohe Verluste hinnahmen. Was danach geschieht, ist nicht nur medienhistorisch bemerkenswert, wirft aber auch einen erhellenden Blick auf die deutsche Gesellschaft des Krieges und später sogar der Weimarer Republik. Alle deutschen Tageszeitungen, gleich welcher politischen Ausrichtung, greifen die Heeresmeldung auf ihrer Titelseite auf. Langemarck wird legendär. Der Opfertod der Freiwilligen bei Langemarck wird ein politischer Mythos. Der Historiker weist heute darauf hin, dass die oberste Heeresleitung dies nach Kräften förderte, wo sie nur konnte. So konnte damit ja die Aufmerksamkeit weg von den horrenden Verlusten und dem letztlichen Scheitern der Ypern-Offensive gelenkt werden hin zu einem eigentlich militärisch unbedeutenden Schauplatz des Krieges. Nichtsdestotrotz spiegelt sich im Mythos von Langemarck ein gesamtgesellschaftliches Bedürfnis der Deutschen wider, den Krieg von 1914, den massenhaften Tod auf den fürchterlichen Schlachtfeldern, das Verbluten einer ganzen Generation im Rahmen einer deutschen Weltanschauung Sinn zu geben und sogar zu einer Art des Triumphes umzudeuten. Man hatte hier die ultimative Erzählung der patriotischen Selbstopferung der Deutschen gefunden. Friedrich Meinecke schrieb dazu im Jahre 1915, angesichts der Hoffnungen der Engländer, Deutschland würde angesichts seiner Verluste moralisch erlahmen, Zitat, immer wieder entstehen vor ihnen, also den Engländern, neue feldgraue Reserveregimenter, zusammengesetzt aus Landwehrmännern und jungen Kriegsfreiwilligen, geführt von alten Offizieren und von Beamten, Professoren und so weiter im Offiziersrock und stürmen mit Gesang die feindlichen Stellungen. Die Deutsche Tageszeitung schrieb dazu, der Tag, Zitat, der Tag von Langemarck wird in allen Zeiten ein Ehrentag der deutschen Jugend bleiben. Wohl fielen an ihm ganze Garben von der Blüte unserer Jugend, aber
Den Schmerz um die tapferen Toten überstrahlt doch der Stolz darauf, wie sie zu kämpfen und zu sterben verstanden. Dem leistete die Überzeugung Vorschub, dass die Jugend von Langemarkt, auch wenn sie äußerlich besiegt wurde, innerlich gesiegt hatte und für ein künftiges neues Deutschland gestorben war. Eine Überzeugung, die durch die deutsche Niederlage 1918 weiteren Auftrieb erfuhr. Der konservative Schriftsteller Rudolf Binding sah darin Sinn und Urbild jugendlicher Erhebung. Langemarkt-Gedenkfeiern in Veteranenverbänden und Studentenverbindungen wurden Normalität im Krieg, wie auch erst recht dann in der neu entstandenen Weimarer Republik. Das Gemeinschaftsversprechen, das Hochschätzen des Militärischen und die nationale Begeisterung des Geistes von 1914 wurde so über die Ideen von 1914 hinein in die nationale Opposition der Weimarer Republik getragen. Ein ausgesprochener Heroenkult, der sich nicht in Trauer erschöpfte, sondern geistige Wiedergeburt und Anregung zur Nachfolge zum Ziel hatte, erschien dabei als eine mobilisierende politische Kraft. Das wiederkehrende Beschwören eines Totenheeres, um die westlichen Ideen von 1789 abzulösen und Deutschland im Geiste eines neuen Mythos wieder mythisch werden zu lassen. Man kann, obwohl Langemarkt heute fast vergessen ist, seine Bedeutung für die Zwischenkriegszeit nicht unterschätzen. Das Erbe der Ideen von 1914 wurde nicht überschätzen. Entschuldigung. Das Erbe der Ideen von 1914 wurde dabei aufgenommen, reaktualisiert und in neue Formen gegossen. Bewusstsein um die Kraft nationaler Würde, deutschen Ehrempfindens, Stärke, aber vor allem Einigkeit spielten hier eine große Rolle. Hier feierte der Geist von 1914 als Versprechen einer großen Zukunft für Deutschland seine Rückkehr. Der deutsche Kulturhistoriker Bernd Hüppauf erklärte dies so, Zitat: Das Opfer des Lebens, der Nation von ihrer Jugend und der Gesang dargebracht, wurde als ein metaphysisches Band interpretiert, dessen Macht alle politischen, sozialen und militärischen Kräfte übertraf. Im Mittelpunkt stand hier die von Sombart vorgezeichnete Identifizierung des Deutschtums mit Heldentum, das sich dem Machtanspruch der Siegermächte todesmutig entgegenstellte, der wiederum für die merkantile Macht der Plutokratie, der Geldherrschaft stand. Der Langemarkt-Mythos wurde auch als politisches Bindemittel benutzt, um alle rechtsgerichteten Gruppierungen, von denen es in der Weimarer Republik unzählige unterschiedlichste Ausrichtungen gab, unter einem Gedenkgedanken zu vereinigen. 1928 beschloss die deutsche Studentenschaft, der Zusammenschluss der allgemeinen Studentenausschüsse der deutschen Hochschulen, den in der Nähe von Langemarkt gelegenen deutschen Soldatenfriedhof Nummer 123 zu einem für das Gedenken der dort 1914 gefallenen würdigen Ort umzugestalten. Den aus Paris von einem internationalen Studententreffen zurückreisenden Vertretern der Studentenschaft war bei einem Besuch der Schlachtfelder Flanderns aufgefallen, dass die belgischen, britischen und französischen Grabstätten in der Umgebung Langemarks vorbildlich gepflegt, die deutschen Gräber jedoch verwahrlost waren. Dem Votum zur Umgestaltung des Friedhofs folgte der Beschluss, eine Langemark-Stiftung zu gründen sowie eine Langemark-Spende zu initiieren. Weitere Finanzmittel wurden darüber hinaus gesammelt, sodass 1930 der Grundstein für die Neugestaltung des Gräberfeldes zum Gedenkort samt Denkmal gelegt werden konnte. 1932 waren die Arbeiten abgeschlossen und 10.500 Soldaten umgebettet. Am 10. Juli wurde der Friedhof feierlich geweiht. Im Rahmen der Eröffnungszeremonie für die Weihe der Gedächtnisstätte hielt der nationalistische Schriftsteller Josef Magnus Wehner eine Rede. Wehner, der selbst als Freiwilliger vor Verdun schwer verwundet worden war und bekannt war für sein mystisches Aufgreifen der deutschen Reichsidee, untermauerte und unterstrich noch einmal die wesentlichen Eckpunkte des Langemarkt-Mythos. Zitat: In dieser Stunde übernehmt ihr deutsche Studenten die Totenwache an den namenlosen Särgen deutscher Jünglinge des Großen Krieges. Euer Leben wallt opfernd zu den Toten hinab, und das verwandelte Leben der schönen Helden quillt leuchtend herauf und vermählt sich mit dem euren, Gestalt um Gestalt,
und Hand in Hand und Glaube um Glaube und Ehre um Ehre und Treue bis in den Tod. Söhne seid ihr von Stund an des heiligen deutschen Reiches, für das eure Brüder im Anfang des großen Krieges fielen, um verklärt und gestalt zu werden. Singend starben die von Langemark. Sie hatten nicht den äußeren Sieg, aber sie haben die Innerlichkeit des Reiches, seine Seelenfülle und Gemütskraft offenbart. Zum ersten Male tönt in ihrem Liede das andere, das ewig junge Deutschland auf, das Jahrzehnt um Jahrzehnt gegen den Geist des Alters und des Stoffes, der Angst und des Verstandes kämpft. Das Lied starb nicht mit denen von Langemark. Ja, es hat den Tod überwunden, das Lied. Und das Reich ist uns in seinem Namen, dem Namen Deutschland, geblieben. Die heilige Unruhe des früh vergossenen Blutes treibt auch uns, die Lebenden, an, das Reich zu vollenden. Zeitgleich wurden im ganzen Reichsgebiet der Weimarer Republik Langemarkfeiern abgehalten. Im Nachhinein wurde die Rede von Wehner gedruckt und erlangte weite Verbreitung. Zentral ist hier die Überzeugung, dass die Langemark-Gefallenen nicht nur für die Verteidigung des deutschen Kaiserreiches gefallen wären, sondern auch und vielmehr sogar für ein künftiges, besseres Deutschland, eine positive Zukunftsvision Deutschlands, wie sie auch in unterschiedlichster Weise die Ideen von 1914 skizzierten. Im Kontext der Weimarer Republik, die ja von den aufgezwungenen Bestimmungen des Versailler Diktats bestimmt war, bedeutete dies vor allem für viele Nationalisten die Revision des Vertrages und die Wiederbewaffnung Deutschlands. Der Mythos sollte dabei volkspädagogisch wirken. Die nationalsozialistische Bewegung war vor und besonders nach der Machtergreifung natürlich darauf aus, sich als Repräsentant des ganzen deutschen Volkes und aller nationalen Kräfte zu präsentieren. Dass der Langemark-Mythos und die in ihm enthaltenen Ideen jedoch nicht zwingend in den NS-Staat hätten münden müssen, darauf gibt nochmal die berühmte Langemark-Rede von Hans Magnus Wehner Hinweise, wenn er zum einen das furchtbare, aber ehrwürdige Opfer der Gefallenen, die tiefere Bedeutung des Lieds der Deutschen und den rechten Flügel der SPD zu Beginn der Weimarer Republik in einem positiven Gesamtzusammenhang zu nennen wagt. Zitat: Ehe das Reich sich verhüllte, sangen die von Langemark. Sterbende sangen, Stürmende sangen. Sie sangen in Reihen, die Kugel im Herzen, sie sangen im Lauf, die jungen Studenten sangen in die eigene Vernichtung hinein. Niemand weiß, wer das Lied angestimmt hatte. War es General Reinhardt oder Oberstleutnant Heser? Beide fielen. War es der oder jener aus den grauen Reihen? Niemand weiß es. Selbst der Bericht stammt vom erschütternden Feinde. Sie fielen alle oder verstummten später, die da sangen. Das Lied starb nicht mit denen von Langemark. Es wurde ein Zeichen für die Deutschen, die Todeshelden. Die Völker haben uns gefürchtet oder geliebt, nicht nur weil wir mächtig waren, sondern auch weil wir unbegreiflich waren, unbegreiflich wie die singenden Kinder von Langemark. Ein Lied ist seit Langemark nie wieder von Soldaten beim Sturm auf die gegnerische Stellung gesungen worden. Hurra und Hurrä wurde geschrien. Man fluchte im Zorn oder schwieg. Wie konnte noch jemand singen nach diesen unbegreiflichen jungen Deutschen in Flandern? Sie hatten sich selbst aus dem Frieden in den Krieg hinübergesungen. Als müssten sie auch diese neue, schreckliche Dimension ihres kurzen Lebens mit Gesang erfüllen, der ihnen in den Jahren des Friedens, im Wandervogel- und Pfadfinderzeiten so selbstverständlich gewesen war. Der Beweis, dass diese Jugend, die rebelliert hatte, auch singend sterben konnte, war erbracht. Er wurde der Ursprung der zahllosen heroischen Todeslieder, die nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. Obwohl doch das Lied, das westlich Langemarks erschrocken und verstört der Gegner hörte, in dessen Maschinengewehrfeuer diese Reserveregimenter rannten, nicht den Tod nannte, nur das Vaterland, das denen, die da kamen, über alles in der Welt ginge. Der Gegner hörte daraus einen Weltmachtsanspruch, aber die Soldaten westlich Langemarks setzten ihr Vaterland nur höher als das eigene Leben. Das Vaterland, über alles gestellt, auch über das eigene Leben, das hier erlosch, war der Sinn
des Deutschlandliedes, das nach dem Ersten Weltkrieg der sozialdemokratische Reichspräsident Friedrich Ebert zur Nationalhymne erhob. Nach dieser Betrachtung des Langemarkt-Mythos, das als praktischer Ausdruck der Ideen von 1914 über den Ersten Weltkrieg hinaus gedeutet werden kann, ist es angebracht, ein Resümee aus den in den vergangenen Einheiten zu Wort gekommenen Beispielen für die Ideen von 1914 zu ziehen. Zuallererst sollte klar geworden sein, dass die Ideen von 1914 kein klar umrissenes Bild darstellen. Sie können als das deutsche Äquivalent der sogenannten geistigen Mobilmachung gedeutet werden, die es in jeder kriegsführenden Nation gegeben hat. Ausgehend von diffamierenden Anklagen der Feindmächte sahen sich intellektuelle Schriftsteller und Professoren zum Widerspruch genötigt. Außerdem erwirkte das als euphorisierend wahrgenommene Augusterlebnis der marschierenden Freiwilligen, Gesänge und jubelnder städtischer Ansammlungen als Antriebsfeder sowie als Namensgeber der Ideen von 1914. Nach außen hin grenzten sich die Ideen vom feindlichen Westen wie Osten und seinem politischen Denken ab. Und nach innen waren die Ideen ganz allgemein ein patriotisches Bekenntnis zu Volk, Nation und dem deutschen Staat. Wir konnten angesichts Scheelers Nachdenken über die Deutschenfeindlichkeit, Sombarts heroischen Idealismus, Plenges wirtschaftliche Konzeption der Volksgemeinschaft sowie Meinecken, Kjellen und Trölsch beispielhaft sehen, wie diese Denker Deutschland und das deutsche Volk charakterisierten und wichtiger noch, wie sie sich ein zukünftiges Deutschland vorstellten. Freilich ist das nur ein gerade winziger Ausschnitt aus den Unmengen an intellektuellen Wortmeldungen und Veröffentlichungen der damaligen Zeit. Wenig überraschend sollte die Erkenntnis dann auch sein, dass die Äußerungen keine homogene Ausrichtung besaßen. Auch der Langemarkt-Mythos, der als fortsetzendes Vehikel für die Ideen von 1914 bzw. dem Geist von 1914 fungierte, konnte durch seine oft sehr einseitige Inanspruchnahme durch die Rechte bzw. radikale Rechte in Deutschland diesem Irrtum Vorschub leisten. In Wahrheit war es bereits während des Ersten Weltkrieges zu einer großen Meinungsverschiedenheit angesichts der Frage gekommen, was der Krieg für Deutschland und damit die Ideen von 1914 bedeuten sollten. Schließlich kam es zu einem Auseinanderbrechen des berühmten Burgfriedens zwischen den Parteien und zu einer zunehmenden innenpolitischen Pluralisierung. Konstitutionalisten, die auf demokratisch-parlamentarische Reformen drängten, standen dabei den autoritären Korporatisten oder der konservativen Vaterlandspartei gegenüber, und alle Lager hatten eine eigene Deutung und Verständnis der Ideen von 1914, die ihrer jeweiligen Agenda entgegenkam. Die innenpolitische Frontstellung verschärfte sich dabei ab 1914 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Neben unterschiedlichen Vorstellungen über die Kriegsziele der Mittelmächte waren vor allem die Unterschiede in den deutschen Reformvorstellungen entscheidend. Der Begriff Volksgemeinschaft wurde dabei von allen Seiten, aber mit unterschiedlicher Bedeutung verwendet. Die Idee der Volksgemeinschaft kann man dabei als eines der bedeutsamsten Vermächtnisse der Ideen von 1914 für das deutsche Denken ansehen. Anders als die heutige Sicht, die vollständig von dem nationalsozialistischen Gebrauch des Begriffs bestimmt und belastet ist und ihn folglich als verbrannt und beinahe schon kriminell ansieht, war er in der damaligen Diskussion keinen bestimmten politischen Lager allein zugeordnet. Er wurde außerdem auch von Gelehrten verwendet, die nicht eindeutig dem einen oder dem anderen Lager angehörten. Die Idee der deutschen Freiheit als ein zentraler Gegenbegriff zu westlichen Freiheits- und Demokratievorstellungen wurde dabei mit unterschiedlichen Schwerpunkten von allen Lagern der Vertreter der Ideen von 1914 formuliert. Besonders die amerikanische Anmaßung, Freiheit allgemeingültig universal zu definieren und Deutschland befreien zu wollen, stieß auf weite Kritik der deutschen Gelehrten. Die von den Konstitutionalisten vertretene Vorstellung, dass jedes Volk eine eigene Freiheitsvorstellung habe, wurde von manchen Korporatisten dann noch weitergetrieben, die zwischen bürgerlicher und politischer Freiheit unterschieden. Erstere werde in Deutschland gewährt und letztere sei aber eher im Sinne einer freiwilligen Bindung anzustreben. Noch 1918 wurde die Idee der deutschen Freiheit vertreten. Doch hier, wie auch bei vielen anderen Bestandteilen der Ideen von 1914, muss der historische Kontext des Zusammenbruchs berücksichtigt werden.
der dazu führte, dass weite Teile des akademischen Lebens die autoritären Ideen des Korporatismus nicht mehr als überzeugende Reformvorstellungen ansahen und sich die gemäßigteren Konstitutionalisten angesichts der Umwandlung Deutschlands von einer Gesellschaft des Dreiklassenwahlrechts in eine parlamentarische Demokratie durchsetzten. Als Ausdruck der deutschen Freiheit wurde die Kameradschaft angesehen, als deutscher Gegenbegriff zur westlichen Gleichheit, die als Gleichmacherei abgelehnt wurde. Der Krieg sollte in dieser Vorstellung den Antagonismus der gesellschaftlichen Klassen beruhigen und sie enger zusammenrücken lassen. Eng damit verknüpft waren auch die wirtschaftlichen Vorstellungen der Korporatisten, die sich, sehr vereinfacht gesprochen, in einer Idealisierung der Kriegswirtschaft ausdrückte. Die planwirtschaftliche bzw. kriegssozialistische Formen, auch unter Mitwirkung der deutschen Sozialdemokratie, annahm. Das Hilfsdienstgesetz von Dezember 1916 entsprach der korporativen Vorstellung einer organisatorischen Zentralisierung von Wirtschaft und Verwaltung und Militarisierung der Gesellschaft. Das Hilfsdienstgesetz institutionalisierte eine Kombination von wirtschaftlicher Selbstverwaltung und staatlicher Wirtschaftslenkung und entsprach damit einer Kernvorstellung der Ideen von 1914. So ein vaterländischer Sozialismus als eine dem Staatswohl dienende Volkswirtschaft galt als zukunftsweisend und wurde weitgehend begrüßt. Die wirtschaftlichen Erfolge waren jedoch sehr überschaubar und blieben weit hinter den Erwartungen zurück. Das führte zu negativen Reaktionen bei der Industrie. Die russische Oktoberrevolution 1917 und die Spaltung der SPD boten schließlich den historischen Kontext, warum der Kriegssozialismus als Idee von 1914 seine Zugkraft verlor. Johann Plenge ist hier noch zu erwähnen, der bei manchen Teilen der SPD auf Zuspruch stieß, als er öffentlich über einen neuen Sozialismus nachdachte, der sich von den Theorien Marx und Engels entfernen und auf Vernunftkriterien aufbauen sollte. Die SPD, der in der neu gegründeten Weimarer Republik entscheidende Bedeutung zukommen sollte, entfernte sich aber in der Folge von Ideen von 1914, da die partizipatorischen Elemente in den Staatsvorstellungen vieler Vertreter der Ideen von 1914 letztlich ihren demokratischen oder besser gesagt sozialdemokratischen Ansprüchen nicht genügte. Die Mehrheit der Korporativisten waren auch Monarchisten. Die zu stärkende Monarchie und der Beamtenstaat repräsentierten für sie das überparteiliche Dach des deutschen Gemeinwesens, das dem Konkurrenzkampf entzogen sei. Dem Parlamentarismus sah man kritisch, wenn man ihn nicht ganz vollends ablehnte. Eine Haltung, die dann von der Novemberrevolution 1918 geschichtlich eingeholt wurde. Gleichzeitig waren aber Korporativisten nicht notwendigerweise Antidemokraten, sondern waren der Mitbestimmung des Volkes durchaus aufgeschlossen. Ein gemeinsames Kennzeichen solcher Vorstellungen war aber, dass sie sich kaum konkret äußerten. Die Konstitutionalisten forderten hingegen klar einen demokratischen Volksstaat, in dem der Monarch höchstens eine repräsentative Rolle einnehmen sollte. Zu der Wahlrechtsfrage waren sich die Korporatisten ebenso nicht einig, während die Konstitutionalisten eindeutig eine Abschaffung des preußischen Dreiklassenwahlrechts einforderten. Ähnlich war die Lage bezüglich der Volksgemeinschaftsvorstellungen der Konstitutionalisten sowie auch der SPD, die sie vor allem der Sicherung des sozialen Friedens zwischen Klassen, Konfessions- und sogar Nationalitäten gegensetzten, verschrieben sah. Der Arbeiter sollte als gleichberechtigt anerkannt werden. Auch viele Katholiken sahen in ihrem bewiesenen Patriotismus des Krieges die Hoffnung, dass es nie wieder zu einem neuen Kulturkampf wie unter Bismarck kommen würde. Stattdessen verknüpfte sich in dieser Volksgemeinschaftsidee die Erwartung einer Fortsetzung des Burgfriedens. Auch die jüdische Minderheit, die ebenso in den Krieg für das Reich gezogen war, pflegte ähnliche Erwartungen. Aber gerade Letzteres erregte teilweise Widerspruch im Lager der Korporatisten, die teilweise für die Assimilation der Juden waren, sie teilweise aber auch ablehnten. Was Polen und Lothringer angeht, wollten die Konstitutionalisten das Recht auf Muttersprache im Unterricht für diese nationalen Minderheiten zulassen. Die Zukunftsvorstellung der inklusiven Volksgemeinschaftsideen von 1914 wollte alle Volksteile einbinden. Daran schwang die rechtliche Gleichstellung und Machtteilhabe aller Religionen und Konfessionen und nationaler Minderheiten mit.
Dabei muss man natürlich auch beachten, dass man die demokratische Natur der Konstitutionalisten nicht übertreibt, so wie es ihre korporatistischen Gegner taten, die sie polemisch als westlich beeinflusst abtaten. Auch die Konstitutionalisten waren nicht immer überzeugte Parlamentaristen, sondern gingen in ihrer Forderung nach demokratischer Teilhabe an einem autoritären Staat oft einfach weiter als der Korporatismus, von dem sich angesichts des Fortschreitens des Krieges immer mehr Gelehrte abwandten. Durch die Polarisierung der Lager schwand die Bedeutung der Ideen von 1914 immer mehr. Der Begriff wurde auch immer seltener verwendet. Beide Lager vertraten Ordnungsvorstellungen von Volksstaat und Volksgemeinschaft, die innenpolitische Veränderungen erwirken sollten. Beide Lager waren unter umgekehrten Vorzeichen moderne Bewegungen. Dies trug dazu bei, dass die bisherige Ordnung des Deutschen Kaiserreiches, die ohnehin unter den Anstrengungen des Weltkrieges stöhnte, zunehmend delegitimiert wurde und an Unterstützung vor allem bei den gebildeten Schichten verlor. Was als eine Debatte über die Erneuerung der deutschen Gesellschaft begann, leitete die ideengeschichtliche Ablösung der Ordnung des Deutschen Kaiserreiches von 1871 ein. Beide Lager waren für Veränderungen, verfolgten aber unterschiedliche politische Ziele. Und das entzündete sich auch von Anfang an einem wenig konkreten Inhalt bei gleichzeitig hoher Emotionalitätsaufladung der Ideen von 1914. Wie gesagt, konnte man das vor allem daran sehen, dass der Begriff Volksgemeinschaft grundsätzlich ergebnisoffen war und keineswegs auf ein Lager und eine Parteiagenda festgelegt. Spätestens dann, ab 1916, kam es zur Zäsur und der Burgfrieden unter den unterschiedlichen deutschen Parteien und Gruppen, wie gesagt, zerbrach. Die Volksgemeinschaftsvorstellungen der Konstitutionalisten war weitgehend inklusiv, die der Korporatisten weitgehend exklusiv. Und letzterer wurde von einem immer aggressiveren Nationalismus aufgeladen. Die Äußerungen und Reden der ursprünglichen Vertreter der Ideen von 1914 wurden zunehmend von den innenpolitischen Kämpfen, Erfordernissen und schließlich konkreten Reformen überschattet und überholt. Der Begriff an sich, Ideen von 1914, wurde immer seltener benutzt. Die Ideen aber, vor allem voran die Volksgemeinschaftsidee, wurden dennoch nicht immer als erledigt angesehen, sondern erlebten in der Folgezeit sogar teilweise ein Weiterleben in anderer Gestalt und in anderen Erzählungen, wie die Popularität des Lange-Marx-Mythos unter den politischen Rechten der Republik zeigt. Auch in dem vielfältigen Denkkosmos, der später unter dem Begriff konservative Revolution bekannt wurde, wurden immer wieder Ideen und Teilideen von 1914 aufgegriffen und weiterentwickelt. Als Stichwort sei hier nur beispielhaft der Aufsatz Preußentum und Sozialismus des Geschichtsphilosophen Oswald Spengler hingewiesen. Auch sei an dieser Stelle die Einführung in das Thema konservative Revolution von Dr. Erik Lehnert hier auf der Gegenuni empfohlen. Dass schließlich nicht nur die politische Rechte in Deutschland von dem Vermächtnis der Ideen von 1914 zehrte, zeigt die Tatsache, dass auch sozialdemokratische und sogar liberale Denker und Politiker ihren jeweils eigenen Volksgemeinschaftsbegriff in der Weimarer Republik pflegten. Der sozialdemokratische Reichspräsident Friedrich Ebert äußerte zum Beispiel 1920 öffentlich seine Bewunderung für den Gewerkschaftsführer Karl Legien, als er dessen, Zitat, unerschütterliche Pflichttreue und Schaffensfreude im Dienste der Volksgemeinschaft lobte. Ebenso gehörte Volksgemeinschaft zum üblichen Vokabular des nationalliberalen Gustav Stresemann, der darunter die Zusammenarbeit von Gewerkschaft mit dem freien Unternehmertum verstand, sowie die große Koalition im demokratischen Parteienstaat. Ebert und Stresemann stellen dabei keine Einzelfälle dar. Damit ist der Beweis erbracht, dass die Ideen von 1914 so ergebnisoffen, wie sie waren, ein Repertoire darstellten, aus dem sich die unterschiedlichsten politischen Strömungen bedienen konnten. Angesichts der Sinnfrage des Krieges formulierten sich unterschiedliche Anschauungen auch über die Idee der Nation und ihr Wesen, die sich auch wandeln konnten. Der ganze deutsche Nationalismus machte unter dem Eindruck des Ersten Weltkrieges einen bedeutsamen Wandel durch. Wer zum Beispiel nach dem Ursprung des sozialrevolutionären, Kritiker würden sagen, des sozialromantischen Grundzuges des deutschen Nationalismus der 20er Jahre suchen will, wird bei den Ideen von 1914 fündig.
Andererseits zerrten nicht nur rechtsradikale Republikfeinde von dem Geist von 1914, sondern auch republikstützende Vertreter aus DDP, Zentrum und SPD entnahmen ihren republikfreundlichen Nationalismus dieser Quelle. Letztlich muss man darin auch das Scheitern der Ideen von 1914 sehen, da es ihnen nicht gelungen ist, eine dauerhafte integrative Kraft für das deutsche Volk zu bilden, sondern stattdessen selbst nur zu einem Mittel des Parteienkampfes wurden, der auch schon vor 1914 die deutsche Gesellschaft bestimmte. Hiermit sind wir an das Ende dieser Einheit über das Vermächtnis der Ideen von 1914 angelangt, sowie an das Ende dieses Seminars. Ziel war es, ein Kapitel der deutschen Ideengeschichte, das leider heute kaum noch Beachtung findet, anhand von Beispielen vorzustellen. Kein leichtes Unterfangen angesichts des Umfanges von unzähligen Texten, aus denen nur ein kleiner, winziger Ausschnitt zu Wort kommen konnte, um den Rahmen dieses Seminars nicht zu sprengen. Ich hoffe, dass dieses Vorhaben doch im Großen und Ganzen gelungen ist und so mancher Zuhörer einiges zum Nachdenken und zum Studieren mitnehmen konnte. Ich wünsche noch einen schönen Abend.